Jo Leute, was geht? Heute wird es wieder eine weitere Episode geben von Superhelden Upgraden in GTA 5. Und heute in der Edition, Leute, mit Spider-Man. Und wir befinden uns gerade, Leute, im First-Person-Modus, denn ich weiß nicht genau, wie wir jetzt aussehen werden, Leute. Ihr kennt das Prinzip, Freunde, von euren Lieblings-Superhelden oder Superschurken werden wir immer upgraden. Und zwar von der schlechtesten Variante zu einer Gott-Variante, Leute. Und heute mit Spider-Man. Und ich bin gespannt, Freunde. Lasst auf jeden Fall natürlich gerne ein Like da, Leute, damit wir jetzt gerne schauen, wer der Spider-Man sein wird. In 3, 2, 1. Eins und bam, Leute. Was ist das? Das ist nicht Spider-Man. Das ist, wie heißt das Ding? Spider-Man oder sowas? Oh mein Gott. Was ist das für eine Figur, Leute? Das ist so eine richtige Low-Budget, mit wenig Budget gemachte Spider-Man-Figur. Oh nein, Leute. Hat er immerhin Superkräfte? Wir testen mal, Leute. Und bam. Wow, also wirklich, ich muss einfach sagen, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Niveau von Spider-Man. Na gut, Leute, wir müssen erstmal mit ihm starten und schauen dann, wie dann es zu normalen Spider-Man oder zu Gott-Spider-Man upgraden wird. Auf jeden Fall hast du vielleicht Schwingseile oder so, kannst du schwingen oder so? Oh nein. Oh, aber immerhin, Leute, wir haben Fallschirm, das ist das Wichtigste. Okay, dann versuchen wir mal mit Low-Budget Spider-Man erstmal zu einem nächsten Verbrechen zu gehen und versuchen, das mal irgendwie aufzuhalten, Leute. Vielleicht hat er ja noch geheime Superkräfte und wir haben ihn vielleicht zu früh beurteilt. So, auf jeden Fall, Leute, lasst gerne auch ein kostenloses Ab... Hat er gerade wie eine Frau geschrien? Okay, da auf das Gebäude gehen wir rauf. Ey, Leute, ich glaube, ich muss mich da hinmodden. Ich glaube, das kann... Der kann da nicht hochkommen. So, Low-Budget Spider-Man ist hier. Und bam! Na, oh nein, was? Ah, ja, okay, Leute. Das, perfekt, jetzt sind wir Michael... Ja, hört doch mal auf, mich zu... Hallo! Stopp! Nee, ey! Stopp! Was soll denn das? Leute, ich brauche kurz eure Unterstützung. Wir brauchen den richtigen Spider-Man, Freunde. Und damit wir das zusammen schaffen, brauche ich eure Unterstützung, Leute. Wenn ihr bei euch den roten Abonnieren-Button seht und noch nicht da drauf gedrückt habt, dann, Leute, drückt auf den roten Abonnieren-Button. Oder falls ihr die Glocke noch nicht aktiviert habt, dann aktiviert sie jetzt, Leute. Und wir verwandeln uns in Spider-Man. In 3, 2, 1 und boom! Oh, yes, Leute. Wir sind jetzt endlich zu Spider-Man gewesen. Und warte, ich nehme Default-Controller-Layout. Nehmen wir mal Default-Controller-Layout. So, wow. Oh mein... Die alte Dame, was machst du denn, Spider-Man? Das ist das Erste, was er macht, ist erstmal die alte Dame umwerfen. Oh mein Gott. Okay, Leute, Spider-Man ist in the house und wir haben jetzt einen Stern bekommen. Perfekt, das ist nämlich eigentlich nicht das, was wir wollten, dass wir Sterne bekommen in GTA 5. Aber wir müssen jetzt versuchen, richtige Verbrechen in GTA 5 zu bekämpfen. Und da hinten befindet sich, Leute, das Verbrechen. Wir müssen dort schnellstens hin, Spider-Man. Beeil dich mal, mein Freund. Hoffentlich schaffen wir es noch zeitlich. Oh, 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 es ist, glaube ich, unter Tunnel. Perfekt, da sollte jetzt rauskommen. So, auf das Auto drauf. Ah, wir haben es nicht ganz geschafft. Komm, jetzt. Nice. Und bam, bam, bam. Und yes, let's go, Spider-Man. Mein, fertig. Nice. Nice, okay. So. Oh mein Gott, der hatte echt Moves drauf. So, oh, ausweichen hier, ausweichen da. Bam, 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 bam. Und let's go, Freunde. Ihn noch fassen. Perfekt, das kriegen wir auch noch hin. So, und den müssen wir auch noch fassen, Leute. Mit einer Special Attack haben wir hier noch ein paar Special Attacks, die wir aktivieren. Oh, wir haben es schon geschafft, Leute. Perfekt, das haben wir schon mal geschafft. Ich bin wirklich gespannt, Freunde, welche Versionen wir von Spider-Man bald noch freischalten werden. Was dann am Ende rauskommen wird. Also so heftig gespannt, Leute. Bei den letzten Episoden gab es immer Überraschungen. Vor allem sogar Variationen von Superhelden mit komplett neuen Kräften. Vielleicht werden wir das heute auch noch haben. So, im Großen und Ganzen, Leute, Spider-Man kann natürlich laufen. Das kann er auf jeden Fall. Er kann ausweichen, so richtig edel ausweichen. Leute, kann er auch machen. Und natürlich auch dann noch die ganzen Kräfte, die er hat. Also zum Beispiel so eine Mine, die er einfach werfen kann. Ich glaube so. Na, ich glaube, das war nicht der richtige Knopf, oder? So. Wow! Wir haben ja einfach das Motorrad unter den Füßen weggezogen. Okay, Spider-Man kann... Hat er gerade das darfst du gar nicht, Spider-Man. Du darfst doch keine Passanten beschädigen. Waren da immerhin Passagiere drin? Ich glaube schon, oder? Perfekt, wir haben einen Einsatz, Leute. Es ist nämlich so, je mehr Verbrechen wir bekämpfen in Los Santos, desto stärker wird Spider-Man und kann sich dann am Ende entwickeln. Ähnlich wie bei Pokémon, Leute. Wenn man trainiert, dann kann man sich danach entwickeln. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir dieses Verbrechen noch lösen und dann upgraden wir Spider-Man zu der nächsten Version. So, okay, den kriegen wir easy. Bam, bam, bam. Wow, wir haben ihn einfach an die... Nice! Wir haben ihn einfach da angehangen an die Laterne. So. Eine Spider-Drohne. Perfekt. Die Spider-Drohne macht schon fertig. So, eine Bombe! Bam!
und explodiert. Aber jetzt passt mal auf, wir haben nämlich noch eine Fähigkeit, Leute, und zwar die Zeitlupenfähigkeit. Und wir können epischerweise in Zeitlupe... Ja, er trifft uns zwar. Egal, Leute. Er trifft uns. Aber wir können ihn noch entwaffnen, glaube ich. Können wir ihn entwaffnen? Cumulative Blast. Was macht das? Oh, Leute, ich merke, wir sind ready für das nächste Upgrade. Also, Leute, wir sind auf jeden Fall ready. Und ich bin gespannt, Leute. Drückt mir die Daumen. Was werden wir jetzt freischalten? Welche Spider-Man-Version wird jetzt als nächstes kommen? Wir schauen es uns an in 3, 2, 1 und BAM! Hallo? Warte, ich glaube, wir sind im First-Person-Modus, oder? Yo! Oh mein Gott, was? Ist der immer noch Spider-Man? Leute, der sieht nicht aus wie Spider-Man, aber ich glaube, das ist immer noch Spider-Man. Wir sind jetzt zu einem Roboter geworden. Nächstes Verbrechen ist gesichtet. Leute, wir sind einfach ein Roboter geworden. Gönnt euch das mal. Ist das heftig. Oh mein Gott, und warum landen wir so komisch? Nice, Leute. Das ist cool. Low Energy. Ah, okay, wir müssen uns aufladen, Leute. Unser Akku geht leer. Das heißt, wir sind wahrscheinlich hier aus Batteriezellen oder so bestehend. Und müssen uns natürlich noch selbst aufladen. Anders als der Spider-Man, der unendlich Energie hat, sind wir ja als Roboter-Spider-Man unterwegs, der nicht ganz so viel Energie hat. Aber ich glaube, der kann ziemlich mächtig sein, oder? Wir probieren es mal aus. Kann er auch Attacken machen? So richtig starke Attacken? So. Oh mein Gott. Ich habe ein bisschen Stärkeres erwartet, aber das war schon ein guter Anfang. Bam! Komm, auf das Auto, Leute. Ich will wissen, ob wir das Auto zum Explodieren bringen können. Das ist voll schwer, den zu treffen. What the? Wir sind einfach durch die Map gefallen. So, und bam! Yes! Oh, warte, warte. Wir haben hier noch andere Fähigkeiten. Und zwar Shield. Was habe ich jetzt getan? Okay. Das ist definitiv stärker jetzt. Der ist jetzt definitiv stärker. Wir müssen kurz abwarten. Wenn maximale Energie ist, volle Attacke. Bam! Ja, endlich! Endlich, Leute. Wir müssen erstmal checken, wie dieser Anzug hier funktioniert. Was passiert, wenn ich den Knopf drücke? Wir sind unsichtbar. Wir werden einfach unsichtbar, Leute. Oh mein Gott, dieser Anzug ist zu krass, Leute. Wir sind jetzt unsichtbar. Er kann uns nicht sehen, oder? Hä? Habt ihr Ey! Warum könnt ihr mich sehen? Das ist illegal. Ihr könnt mich nicht sehen. Normalerweise geht das nicht. So. Angreifen. Attacke. Okay. Bring irgendwelche Superfähigkeiten. Nein, nicht das. Ah, greif an. Alter, der Roboter ist ja ultraschwach. Was ist mit dem los? Boom. Oh ja, ja, stimmt. B drücken. Hey, hört mal auf mit euren Baseballschlägern. Kann er überhaupt was? Oh, was ist das? Hä? Was geht denn jetzt ab, Leute? Ich kenne den Anzug komplett nicht. Ah, so. Okay, das ist so ein Zoom-Modus. Ich glaube, Leute, wir müssen die Spider-Man-Fähigkeiten aktivieren. Ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube, der Anzug muss die Spider-Man-Fähigkeiten aktivieren. So, endlich, Leute. Jetzt sind wir wieder zu Spider-Man geworden. Bam, Junge. Okay. Alles klar, die Spider-Man-Fähigkeiten sind bei ihm deutlich stärker, muss man merken. Die sind schon nice. Bam, bam, bam. Er kann das die ganze Zeit mit den Leuten machen. Und beim letzten, was macht er jetzt? Was macht er jetzt bei dem letzten Gegner? Oh, 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 wow, Leute, let's go. Let's go, Freunde, wir haben es hingekriegt. Nice. Okay, Freunde, so ein bisschen Eingewöhnungszeit, muss ich schon sagen, brauchte man bei diesem Anzug. Aber wenn man ihn so ein bisschen kennenlernt, dann hat er ordentlich was drauf, Leute, ehrlich gesagt schon. Natürlich, Freunde, hat er auch diesen Zeitlupeneffekt, der ultra nice aussieht übrigens. Oh mein Gott. Was macht der? Oh, ja, ja, stimmt. Ach, Alter, ich komme gar nicht drauf klar, was mit dem jetzt abgeht. So, Leute, ich würde aber sagen, es ist jetzt Zeit, Freunde. Es ist jetzt Zeit, euch die letzte Variante von Spider-Man zu zeigen. Und zwar die Gott-Variante von Spider-Man. Und deswegen, Freunde, wenn ihr bis jetzt noch nicht geliked habt und noch nicht abonniert, dann drückt es jetzt, Leute. Und ich würde sagen, Freunde, wir gehen jetzt zu der Gott-Variante von Spider-Man. In 3, 2... 1 und... Wow, Leute! Oh mein Gott, gönnt euch das mal. Wir sind ein sechsarmiger Spider-Man. Wie so eine Spinne, Freunde, mit 6 Armen. Nur, dass wir noch 2 Beine dazu haben. Also haben wir am Ende 6 plus 2... 8 Arme, Leute. 8 Gliedmaßen haben wir, Freunde. Oh mein Gott. Und Freunde, wir sind schnell. Wir sind schnell, definitiv. Yo, yo. Wow, 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 wow. Oh mein Gott, lass doch den Taxifahrer da in Ruhe. Was zur Hölle? Was passiert hier gerade? Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, wir sind als Gott-Spider-Man jetzt unterwegs. Ich bin schon mal gespannt. Was können wir damit machen? So. Ah ja. Ach so, warte mal kurz. Das erinnert mich an was, Leute. Sind das nicht die Venom-Fähigkeiten? Ich glaube, das sind die Venom-Fähigkeiten. Nur vielleicht ein bisschen schwächer oder ein bisschen stärker? Müssen wir mal schauen.
Ich glaube, die sind mittlerweile mindestens genauso stark wie die normalen Venom-Kräfte. Aber super, jetzt haben wir 2 Sterne bekommen und wir müssen Dos Santos immer noch retten. Also aus dem Grund würde ich sagen, machen wir jetzt uns auf den Weg, Leute. Und wisst ihr, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, was wir machen könnten? Ihr wisst ja, was in der letzten Episode mit dem Yeti passiert ist. Falls ihr die Episode davon noch nicht gesehen habt, dann checkt sie unbedingt, Leute, auf meinem Kanal gleich nach diesem Video aus. Wir werden versuchen, Leute, den Yeti zu spawnen und mal ein 1 gegen 1 nochmal als Gott Spider-Man gegen den Yeti machen. Weil wir haben es bisher nicht geschafft, Leute, den Yeti. Ich sag euch nicht, was in der dritten Episode passiert ist. Wir haben es halt nicht geschafft, in der zweiten Episode den Yeti mit einem Panzer zu erledigen. Ich glaube, dieses Biest wird definitiv eine Chance dagegen haben. Okay, so, Schluss mit lustig. Let's go, Freunde. So. Oh, Junges. Wow, Gott Spider-Man. Er isst ihn einfach. Okay, er isst ihn einfach auf. Wie viel isst er denn? Greif ihn. Okay, greif ihn. Aber was machst du? Was machst du? Vor allem, wo sind die ganzen, kann er überhaupt schlagen oder so? Ah ja, er kann schlagen. Ja, okay, man merkt's. Ja, 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 Gott Spider-Man. Du kannst jetzt aufhören, ihn zu schlagen. Hör auf. Hör auf. Okay. Ja, stopp. Boah, Alter, was geht denn hier mit dem Ding ab? Let's go. Aber wisst ihr, was ich glaube? Ich denke, der hat noch andere Fähigkeiten. Ich glaube, das ist nicht seine einzige Fähigkeit, weil wir sind ja immer noch eine Variante von Spider-Man. Wow, jetzt läuft er einfach das ganze Gebäude hoch. Okay, das wollte ich eigentlich nicht machen. So, den kriegen wir noch. Und der letzte, Leute. Dann ist noch der letzte übrig von denen. So, und sag auf Wiedersehen. Und nochmal auf Wiedersehen. Und nochmal auf Wiedersehen braucht er jetzt nicht zu sagen, weil wir haben es hingekriegt. Und das ist die Polizei, Leute. Die schaut sich uns an und denkt sich so, perfekt, da mische ich mich nicht ein in die Angelegenheiten von... Oh mein Gott, vor allem, Leute, das Gesicht, das sieht einfach aus wie Venom mit diesem Mund, ne? Geil, Leute, einfach geil. Aber jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal an, wie die Spider-Man-Fähigkeiten von Gott Spider-Man sind. Wieso kriege ich denn jetzt 2 Sterne? Nur weil ich gegen den Typen gelaufen bin? Okay, Zeit aufs Dach zu gehen, Leute. Und wir transformieren unsere Kräfte jetzt zu Spider-Mans Kräften. Und ich denke, das ist auf jeden Fall, ja, der perfekte Ort, Leute. Bei der unlogischsten Stelle in GTA 5, bei den fliegenden Buchstaben. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ihr seht, diese Buchstaben, die fliegen einfach. Also wenn ihr wieder unlogische Dinge in GTA 5 haben wollt, dann wisst ihr, was zu tun ist. Schreibt es gerne in die Kommentare, dass ihr es auf jeden Fall haben wollt. Und vielleicht schreibt ihr auch ein paar Logikfehler noch in die Kommentare dazu, die ich noch nicht gebracht habe. Okay, jetzt bin ich aber mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie stark wir wirklich sind, Leute. Okay, auf das Gebäude müssen wir drauf. Das ist das Ziel. Oh mein Gott. Ja, nice, Leute. So kennen wir den. So kennen wir ihn. Nein. Lauf da entlang. Oh mein Gott, das sieht so weird aus. Es sieht einfach so aus, als hätte ich irgendwie noch eine zweite Person auf dem Rücken, die ich trage. So, jetzt ist Schluss mit lustig, wisst ihr? Es ist jetzt Schluss hier. Gott, Spider-Man erledigt je. Wir haben alle auf einmal besiegt. Wenn ich normalerweise mit Spider-Man da komme, dann macht er nicht alle auf einmal besiegen. Was war denn mit dem los? Seht ihr das, Leute? Ah ja, der versucht sich hier frei zu machen. Nein, das werde ich verhindern. Das werde ich auf jeden Fall finden. Irgendwas ist anders, Leute. Irgendwas ist an diesem Spider-Man anders. Der ist deutlich stärker. Okay, wir haben hier noch einen Überfall. Oh, wir gehen runter, Leute. Bam. So, dann würde ich sagen, Spider-Man, mach deinen Job. Gott, Spider-Man. Okay, low, 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 low. Okay, haben wir sie alle gekriegt? Noch nicht ganz. So. Und bam. Okay, der ist down. Einem Schlag. Okay, wir können keine Autos beschädigen. Warum auch immer, Leute. Wir sind Gott, Spider-Man. Der tötet jeden mit einem Schlag. Bei Spider-Man brauche ich 5 bis 10 Schläge, damit so ein Verbrecher down geht. Ich will das jetzt noch einmal sehen. Ich will das noch einmal sehen, Leute. Okay, 100 Meter Entfernung, Leute, ist ein Verbrechen gesichtet worden. Und ich denke, Spider-Man wird sich da jetzt einmischen. Deswegen gehen wir jetzt mal mit der Web-Bomb und schmeißen da mal eine drauf. Und bam! Wir haben 3 Gegner erledigt, Leute. Einen. Und jetzt, pass auf. Bam! Letzter Gegner. Bam. Und der allerletzte. So. Die sind alle One-Hit. Okay, Leute. Jetzt würde ich aber sagen, ist es Zeit. Wir holen jetzt den Yeti. Und ich bin gespannt, ob wir es als Gott-Spider-Man, der 6-armige Gott-Spider-Man, ob wir es hinkriegen können, Leute, den Yeti mit diesem Biest zu schlagen. Okay, dann bin ich mal gespannt, Leute. Wir rüsten uns direkt aus mit der maximal starken Attacke. Wir nehmen Spider-Drohnen. So, ein paar Spider-Drohnen. Und jetzt kommt der Web Blossom. Und wenn der sich traut, hierher zu kommen, Yeti, komm hierher! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist der heftig! Okay. Aber Leute, wir nehmen weniger Schaden als Spider-Man. Oh ja, das könnte ein guter Kampf werden. Das könnte ein guter Kampf werden, Leute. Haben wir ihn? Und mein Spiel. Ja. Wir haben definitiv meinen PC hingekriegt. Spider-Man, du sollst nicht meinen PC zum Crashen bringen. Du sollst meinen GTA bitte anlassen.
Okay, Freunde, Runde 2 geht los. Ich hoffe, dass wir es diesmal hinkriegen. Ja, wir fallen erstmal durch die Map. Was bitteschön geht ab? Was war das gerade? Leute, wir spawnen einfach. Okay, wir brauchen viele Drohnen. Wir brauchen viele Spider-Drohnen, Leute. Viele Spider-Drohnen, die müssen permanenten Schaden machen. Hoffentlich kriegen wir den Yeti dann. So, oh mein Gott, macht die viel Schaden, Leute. Let's go. Oh mein Gott. Was? Wir haben den Typen. Wir haben den Typen, Leute, in 5 Sekunden erledigt. Er ist weg. Der Yeti ist down. Guck mal. Der. Leute. Okay, der braucht... Ach, er ist auch down. Leute, dieser Spider-Man hat den Yeti einfach komplett auseinandergenommen. Ich habe nichts modifiziert, Leute. Ich bin ehrlich. Der hat absolut alles rasiert. Wir probieren es nochmal mit normalen Spider-Man. Okay, Leute. Ich würde sagen, nur als Beweis. Ich hole jetzt den normalen Spider-Man und dann probieren wir genau den gleichen Kampf nochmal. Okay, wir probieren es, Leute. Genau die gleiche Sache. Ich hole nochmal die Drohnen raus. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Wir nehmen viel mehr Schaden. Oh mein Gott. Boah, der bounced mich richtig durch die Map durch. Spider-Drohnen, macht was. Macht was. Warum machen die nichts? Attacke doch mal. Mach mal Attacke. Ich habe wohl meine Spider-Drohnen. Oh, okay. Let's go. Der ist ein bisschen betäubt. Der ist betäubt. Oh, aber Spider-Man gibt alles. Gibt sein Bestes, Leute. Er gibt sein Bestes. Komm, 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 komm. Vielleicht kriegen wir ihn auch noch. Vielleicht kriegen wir ihn auch. Komm. Komm. Schon. Oh, der Zug. Nein, der Zug hat ihn fast gekriegt. Oh mein Gott. Oh, Yeti, was meinst du? Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht, oder? Komm. Du zuerst. Okay. Okay. Ja, löse mich durch die Map. Nee. Okay. Leute. Oh, Spider-Man. Beeil dich. Komm, wir müssen weg. Wir müssen weg. Wow. Wow, 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 wow. Okay. Leute, ich nehme deutlich mehr Schaden. Als ich mit dem anderen Gott-Spider-Man gespielt. Ich habe fast gar keinen Schaden. Okay, jetzt rastet er auf. Okay. Lauf. Ausweichen. Ausweichen. Nein. Oh, mein Gott. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das war's. Ich glaube, das übersteht er nicht. So, nee. Nee, Leute. Okay, das war's. Leute, damit habt ihr es auf jeden Fall gesehen. Der neue Spider-Man, der Gott-Spider-Man, der hat ihn einfach in 5 Sekunden erledigt. Den Yeti komplett auseinandergenommen. Ich glaube, der Yeti holt mich jetzt gerade. Leute, vergesst natürlich nicht gerne ein Like da zu lassen. Lasst kostenlos ein Abo da. Und Leute, ganz wichtig, folgt mir gerne auf Twitch. Dort zocken wir auf jeden Fall neue Spiele. Wir haben gestern zum Beispiel das neue Super Mario 3D auf der Switch gezockt, Leute. Das Bowser's Fury DLC. Und ich werde dort bald, Leute, die GTA 4 Story Let's Playen. Also komplett auf Twitch. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann Leute, twitch.tv/idzock oder den Link in der Beschreibung oder einfach den angepinnten Kommentar im Chat lesen, Leute, draufklicken und mir einfach auf Twitch folgen unter idzock. Damit würde ich sagen, beenden wir das Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. idzock ist raus, haut rein, Freunde, und ciao.